Dann zeigen wir den Ball. So bescheuert. Ball zeigen wir da drauf. Hier, schaut mal. Ball mit Wurffunktion. Das ist aber kein Ball, das ist ein Ring. Meine Güte. Aber das fühlt sich echt gut an. Bin mal gespannt. Was machst du da? Ja, ausprobieren, man muss ja testen. Und da steht, es ist gut für die Zähne, also stimmt. Auch für meine, oder? Wahrscheinlich. Schau mal, Emi, was ich hier habe. Guck mal. Wie. Versteht wahrscheinlich gar nicht, was du machst. Ja, mal hier. Ja. Wie werfen? Emi, schau mal her. Ja, hol. Guck mal, das flummit, Emi. Schau mal, das flummit. Schau mal. Hier. Ja, da habe ich reingebissen. Darf ich das Raubtier loslassen? Toll, das gefällt ihm auch nicht. Ja. Ja. Sehr gut, Leo. Ja, also richtig, wissen Sie noch nicht, was man damit machen soll, ne? Muss man vielleicht ein bisschen Leberwurst drauf. Ja, das kommt dann schon. Ist der schwer? Nö, nee, geht, oder? Der flummelt noch sehr. Leo, komm zurück! Leo, bring! Bring her! Lass uns spielen! Lass uns spielen! Wo seid ihr denn? Lass uns spielen! Willkommen! Leo! Lass uns spielen! Ey! So ein Schweinchen! Stopp! Dankeschön! Zieh dran! Zieh! Komm! Lass uns betteln! Komm! Wer hat den stärkeren Stich gewiss? Ha. Ha. Jetzt ab jetzt! Ha! Klar! Heiß rein! Ha. Nicht mich! Ha. Er soll es reinbeißen. Du sollst nicht mich ablecken, du sollst da reinbeißen, Mann. Schmeckt komisch. Und ist haarig. Nimm. Nicht weglaufen. Ich bin mal gespannt, ob der Plan aufgeht, dass er das nicht kaputt kriegt. Ja. Der macht nämlich alle Spielsachen kaputt. Alles liegt hier was in der Nähe? Alles kaputt. Kein Schnabel mehr. Die Füße sind kaputt. Das Schwänzchen ist abgebissen, voll grausam. Oben der Kamm fehlt auch. Alles kaputt. Alles Butchkammer. Dann hatten wir noch so einen schönen Quietscheball mit so einem Stängel oben zum Werfen, auch kaputt. Oh, man, notfalls kennen wir nur die Ebene. Auch gut. Gut. Schön massierend, oder? Ja, ansonsten nehmen wir das für die Ebene zum Kennen. So, dem Leo, gefällt's doch. Zeig. Nehme ich nicht mehr den Wunsch. Felix. Das ist mega viele Haare. Das sieht sonst wie aus. Selbst er will's nicht mehr. Und es wirfst schon. Der trägt alles durch die Gegend. Ja. Also der Ring ist schon etwas schwerer. Also ist für ihn vielleicht nicht schlecht. Ja, ist ja eh nur eine Brocken. Ja, eigentlich sieht er voll zierlich aus. Aber... Leo! 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 Was macht der da? Okay, er benimmt sich. Wie ein kleiner Stinker. Wie ein kleiner Stinker. Du stinkst wie ein Hund. Was ist dein Spielzeug? Zeig her. Guck mal. Hier, dein neues Spielzeug. Toll. Du kriegst doch alles irgendwie. Ja, das ist mein Spielzeug. Das ist sein erstes eigenes Spielzeug. Das stimmt. Das stimmt. Komm her, komm mal dir den über den Kopf ziehen. Das ist offiziell der Einzige. Leo Spielzeug. Könnt ihr draufschreiben, so wie man das bei Kindern auch macht. Ja. Hey. Ja. Toll, ne? Ja. Mein Bruder und ich haben beim Umzug damals jedes einzelne, sei es noch so klein gewesen, jedes Teil mit unseren Initialen beschriftet. Okay, also auch auf Lego-Steinen. So ungefähr, ja. Ich hatte zum Beispiel so einen kleinen Schlüsselanhänger, da habe ich unten meine Initialen auf die Füße geschrieben. Das war aber gut. Du hast da ein Haar in der Hand. Tatsache.
Weil er hat diesen Schlüsselanhänger irgendwann meinem Cousin geschenkt. Dann habe ich den bei meinem Cousin gesehen und habe gemeint, hey, das ist meiner. Nee, das ist meiner. Ich habe gemeint, ja, jetzt guck mal unten auf die Füße und da standen da meine Initialen. Ja, den hat mir der Stefan geschenkt, das ist mein Bruder. Ich so, ja, er kann dir aber nicht einfach meinen Schlüsselanhänger schenken. Kann er nicht machen. Nee. Leo, wie findest du das, warte? Leo, bleib. Nicht bewegen. Jo, ja. Toll, ich habe eine schöne Ansicht. Besser. Ist das schön? Ist das angenehm? Ja, du hast nicht so viel Haare wie ich. Leo, hallo. Ey, hier bin ich, hier. Amy, bist du auch wieder da? Komm, Party machen. Komm, komm, komm her, Amy. Komm. Dann lass wenigstens schmusen. Ein bisschen schmusen. Schmusi. Bist du beleidigt, weil wir dir kein Spielzeug mitgebracht haben? Ein weiches Gummi oder Süßigkeiten, gell? Ist ja die Schokomaus, gell? Die über Süßigkeiten ist. Als Bibelle hinterher rennt. Ja, wunderbar.